Herzlich willkommen beim Shit Talk Podcast live. Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn ich neben den Leuten sitze und ich hier durch die Kamera gucke. Leider haben wir so eine kleine Kurzepisode jetzt nur in petto, weil vielen lieben Dank an Emir. Auf dich ist Verlass, mein Freund, mein Feind mit dünnen Beinen. Wir wollten eigentlich einen Podcast zusammen machen, wo wir uns gegenseitig ein bisschen dissen. Und Chris als Richter dazwischen ist. Kommt ja noch. Aber kommt noch, genau, als Sonderfolge dann. Jetzt aber erstmal mit Chris und mit Tiffany als Ersatz, in Anführungsstrichen. Wir haben nichts Besseres gefunden, also genau. Sind die beiden jetzt gerade hier. Und ihr habt ja vorhin gesagt, ihr lasst jetzt bei mir raus mit dem Dissen. Ja, deswegen bin ich hier. Sie ist die Quotenfrau, wie immer. Genau, überall. Also eigentlich brauchen wir noch einen Schwarzen, aber Fabio... Sami! Samis ist Hype, das würde auch passen, ne? Ja, das war echt was. Das ist Cappuccino. Das ist Cappuccino-Kriminell. Langsam rantasten. Ja. Also Chris, oder zuerst mal Ladies First, Tiffany, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Wie wurdest du beim Team HPN aufgenommen? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, mir geht's ganz gut. Eigentlich sehr gut, außer dass ich zu dumm bin zum Laufen, ist alles in Ordnung. Hat sich verletzt. Ja, ich das ist nichts Neues, weil ich so verpeilt bin. Ja, da ist sogar das Laufen schwer. Das Sprunggelenk ist ein bisschen fett, das heißt Beintraining fällt gerade aus. Aber sonst bin ich richtig, richtig happy. Ja. Gute Trainingseinheiten gehabt. Sag ja, Arme und Arme. Das heißt, Schultern und Schultern. Das Geile ist, Tiffy hat gestern mit Mike Arme gedreht und heute nochmal mit mir. Ja. Aber wir haben nicht das Pussymeter nicht mit einbezogen. Nicht? Nee, das nicht. Welches Training war denn besser? Das kannst du wirklich, weil jetzt krieg ich gleich wieder eine Schelle hier. Das kannst du nicht miteinander vergleichen, das ist ganz anders. Sagen. Das macht besser, oder? Nein, sie will es bestimmt nur nicht sagen, so weil sie. Nee, ich muss echt sagen, ich war mit beiden richtig, richtig zufrieden. Tiffany, sowas gibt's hier nicht. Wie bitte? Nein, sowas gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht? Nein, in dem Podcast muss entschieden werden. Von einer Skala von 1 bis 10, wie war das Schultertraining mit Steve? Scheiße. Also eine 4. Ja, nee, sogar für mich eine 3. Okay. Weil es schwierig war mit der Konzentration. Ja, du musst es gar nicht erklären, das will ich gar nicht wissen. Achso, okay, das willst du gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Steve, also, wie war das Schultertraining danach alleine, von auf einer Skala von 1 bis 10? Das war gut. Ja, 1 bis 10. 8, 7, 8, sowas. Ja. Du musst noch das Training mit Dome fragen, haben wir auch gehabt. Achso, und das Training mit Dominik? Und mir. Aber Dome hat uns trainiert. Also kann es so scheiße gewesen sein. Hat er Bänder benutzt? Nee, Gott sei Dank nicht. Nee. Wollte er? Erst ja, aber hat er nicht. Okay. Für mich eine 6. Es war nicht so. Also weil es komplett neu ist. Ich soll mich nicht erklären, eine 6. Ja. Das ist. Hier sind Fakten. Fakten. Wir wollen hier keine Erklärungen haben, das will ich nicht. Bitte. Wenn du Dominik beleidigen möchtest, dann gerne. Also Dominik, dein Training war scheiße, war nur eine 6 von 10. So, wie war das Training heute mit Chris? Auf einer Skala von 1 bis 10? Das war eine 8. Okay, und jetzt möchte ich wissen, wie war das Training mit Mike gestern von der Skala von 1 bis 10? Schon in 9, ja. Gut. Oh. Gut. Ihr habt gesehen, ihr habt schon gezuckt die Hand. Hat schon gezuckt. Also ich wollte eigentlich nur hören, dass das Training mit Chris schlechter war als meins. Ich rede hier so noch mit dir. Der ist klar, ne? Das wollte ich eigentlich nur wissen. Vielen Dank, Tiffy. Der Podcast ist hiermit beendet. Das sollte so passen. Und ich muss jetzt die Wohnung verlassen bei dir. Nein, erstmal Wohnung putzen und dann verlassen. Ja, genau. Ja, bitte. Erstmal wieder Arsch kriechen, dass ich nochmal kommen darf. Ja, alles guck, er schwitzt auch schon voll. Ich schwitze die ganze Zeit. Aber hier ist auch voll warm. Ich finde es voll warm hier. Ja, hat die Heizung an hier? Nö. Nee. Darf ich mich trotzdem kurz erklären? Ja, komm, bitte. Ja, Armtraining war bei beiden richtig geil, weil bei beiden hatte ich nicht das Gefühl, ich müsste danach nochmal trainieren. Das war bisher sonst immer, dass ich danach nochmal trainieren musste. Ja. Heute war es halt so, gestern war bei dir so richtig hau rein, voll in die Fresse. Ja, das habe ich nicht. Und wir haben halt heute Rücksichtnahme auf Bizeps gemacht, weil wir beide halt so ein bisschen gehandicapt sind. Immer noch Probleme? Ja, ich merke es halt. Also ich kann nicht Arme trainieren, wie wenn wir Rücken machen. Ja, okay. Und deswegen war das Training eigentlich sonst so trotzdem auch gleich wie deins. Nur wir haben halt Rücksicht genommen auf unsere, dass wir irgendwie da gerade ein bisschen behindert sind. Und das war dann vom Bizeps her halt nicht so, wie gestern war halt geisteskrank. So richtig, richtig. Aber heute die Maschinen waren auch wieder geil. Das Training war geil, Maschinen waren sehr interessant. Ihr wart bei Horst, ne? Impuls, ne? Ja, Arme kannst du schon geil machen. Arm und Rücken kannst du brutal machen. Ja, also das ist eine gute Studie. Aber die Hunde waren nicht da. Doch.
Mhm. Ach, waren da? Die sind ja nicht mit dem Motor. Ach so, stimmt ja. Cool. Ja, also die Hunde ist also die besten dort. Also Schwäche Arme wurde ja auf jeden Fall bearbeitet für mich, weil die sind ja so klein. Okay. Also hast du dann jetzt im Prinzip zweimal Schultern, zweimal Arme und was habt ihr noch trainiert? Mit Dominik war Push. Ja. Also Brust, Schultern, Trizeps. Ja. Jetzt will ich deine Bewertung aber auch wissen für das Training. Meine? Ja, für mit dem Dome. Achso, ich fand's nicht schlecht. Ich fand's eigentlich eine 7. Kommt da ein Video raus bei wem auf dem Channel? Ja, ja. Bei mir, ne? Das wird bei mir. War halt was komplett anderes. Das Ding ist, ich habe das noch nie gemacht. Ja. War was anderes und war dementsprechend ein cooler Reiz. Okay. Interessant. Aber das ohne Bänder war, das wundert mich. Also das, Dominik, da musst du mal nachbessern, ne? War bestimmt der Plan von dem Garnikus-Typen gewesen, ne? Weiß nicht, Dom hat das halt, hat uns gesagt, was wir machen, ne? Ich weiß nicht, oder von irgendwem. Ja, verstehe. Also hat er wahrscheinlich dann auch so gemacht, dass er die Push, also die Drückübung zuerst und dann die Isolationsübung danach gemacht hat, ne? Also erst Bankdrücken, Schulterdrücken. Ja, wir sind ein bisschen gesprungen, weil wir waren um 17 Uhr im Studio. Aber voll. Hannover Where You war voll. Ja. Wir mussten ein bisschen hin und her. Ja. Das Ding ist halt bei, es war halt Fokus auf Gewicht. Ja. Weil nur zwei Sätze. Ja, ich weiß, ja, ich kenne das ja mit dem. So sechs Wiederholungen Range, ne? Ja. Okay. Chris, was gibt's denn bei dir Neues? Du hast mir gerade im Badezimmer romantisch, wo wir uns so nah gerade waren, im Badezimmer erzählt, dass es bei dir Gewichtssprünge gab und dass du refeeden musstest und McDonald's injiziert hast in die Vene. Erzähl mal. Wir waren vorgestern in Hamburg. Da hat sie ja mit Steve trainiert, ich habe mit Heiko trainiert. Ja. Ich habe schon gehört. Was, ne? Du und Heiko, ne? Ach so, ja. Habe ich schon gehört. Nee, aber auch so echt. Also, ich weiß. Du kennst mich, ne? Ja. Ich kenne da eh nicht. Also das passt so einfach, ne? Hätte Heiko mich jetzt damals nicht so niedergemacht beim Abendtraining, hätte ich das Training auch cool gefunden. Aber er hat halt sein Training mit mir gemacht und nicht das Training, was ich sonst mache. Hm. So, und du hast jetzt dein eigenes Training mit ihm gemacht, ne? Nee, er trainiert mich. Also er hat dir gesagt, was du machen sollst? Ja, aber er stellt sich auch voll auf mich ein und er hilft auch im richtigen Moment. Also das ist so, okay, ne, das passt, das ist easy. Training war auch geil. Okay. Training war brutal. Das sind Sachen, die ich sonst nie mache. Der hat mich in der Dehnung beim Latzug, hat er mich 10 Sekunden hängen lassen. Ja, so, also Intensitätstechniken, verschiedene. Ja, ich habe 10 Wiederholungen zum Beispiel gemacht, ein moderates Gewicht und da muss ich 10 Sekunden auf der Dehnung halten, dann wieder 10 und das halt 40 Wiederholungen lang. Ja. Irgendwann hat die Dehnung und dann denkst du, der Latz fliegt ab. Habe ich so rum noch nie gemacht. Ja. Weißt du, also ist schon cool gewesen. Mhm. Auf jeden Fall, ja, dann waren wir da. Das hat sich dann alles ein bisschen gezogen, weil wir noch Talks gedreht haben und noch ein paar andere Sachen und so. Da muss ich noch zurückfahren aus Hamburg und dann war ich abends auf einmal ein Kilo leichter als morgens. Da habe ich Alex geschrieben, 24 Uhr circa. Hab gesagt, ey. Hat es sehr gefreut. Ja, geht so. Habe ich gesagt, ey, ich bin jetzt zum ersten Mal unter 100 Kilo. Ne? Ja. Hat er gesagt, fahr zu McDonald's, ist alles, was du kannst. Ja. Ja, sagt einem Bodybuilder, fahr zu McDonald's, ist alles, was du kannst. Dann weißt du, was da rauskommt, Alter. Also Eis gefressen und alles, ja, ne? Nee, Eis kann ich nicht ab. Ach so, wegen Laktose? Nee, bei Eis explodiert mein Magen, dann ist vorbei. Ach so. Ja, also ging Burger rein und der Burger und was gibt's da noch? Zwei Big Tasty Bacon, das war dann Royal TS, das waren dreimal Curly Fries, zwei Chicken Burger, 20 Nuggets, ein Wrap. Ja. Dann gab's noch zwei Packungen Cookies und Hast du vor Ort gegessen? Nee, hier. Hier? Ja. Okay, hättest du sofort gefressen, hätten die Leute gedacht, dass du behindert bist. Ja, ja. Da gab es noch zwei Packungen Cookies und 10, 11 Toast mit Nutella. Achso, aber ich habe in einen falschen... Also, hier? Ja, also das war dann wirklich so, dass ich dann hier saß. Und dann kam noch ein bisschen Kotze hoch und so, ne? Ja. Das war dann um 1:30 war ich fertig mit dem Essen. Ja, hast du gut geschlafen danach? Nee, das war zu viel. Das war dann zu viel. Ja. Das war, das, so habe ich das dann nur gemacht, weil er gesagt hat, mach was geht. Ja. Ne? Und also dann, du hattest morgens 101 gehabt? 100,7 hatte ich morgens. Also 100,7? Genau. Mhm. Und abends hatte ich 99,8. Okay, und nach dem Fressen? Den Morgen danach, und das waren, ich bin um 7 aufgestanden. 5 Stunden? Ja, 5,5 Stunden. Genau. Ja. Da hatte ich wieder 100,7. Dasselbe, was du hattest? Am Morgen, genau. Ja. Dann war ich Cardio machen, hatte ich 99,5. Also weniger als am Abend. Weniger als am Abend. Und ich hatte die ganze Scheiße noch im Magen gehabt. Wo sind die Kalorien hin?
verpufft. Wenn man geschwitzt wie ein Assi. Ja, ne? Klar, logisch. Nach so einer Scheiße, wenn man dann so viel gegessen hat, meistens. Ja, scheiße. Ja. Aber meistens, kennst du das auch, nimmst du den Tag danach nochmal zu, weil das ganze Fett nachverdaut wird. Ne? Ja, alles, Salz, Wasser, genau. Trinkst noch und alles. Ja, ja, genau. Deswegen, Alex wollte dann erst, dass ich dann den Tag nochmal mehr esse. Ja. Aber das wäre für Magen schachmatt gewesen. Ich hatte die ganze Zeit Sodbrennen und so. Ja, richtig, ja. Du fühlst dich richtig ekelhaft. Ja, ne? Ja. Habe ich gesagt, nee, Alex, ich esse heute normal. Ich esse dann morgen, also heute, jetzt wo wir hier drehen, ne? Den Tag esse ich dann mehr clean. Ja. Also machen wir einen clean Refeed nochmal. Hast du gerade gesagt, wir fahren zu Kunstwerk? Ja, vielleicht, ja. Aber ich sag ihn. Nein, aber da wird nein. Dir, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was davor war. Okay, ja. Ne, ich lasse so 300 Carbs weg oder so, ne? Ja, ja, passt verstehe, das, wie gesagt. Ja. Die, ich habe dir ja die Bilder geschickt heute Morgen. Ja, habe ich gesehen, ja. Ja, das passt ja auch. Hast du aber auch in die Gruppe geschickt auf Instagram? Bei uns? Achso, ja, Instagram. In die Gruppe. Da habe ich eins reingeschickt. Genau, hast du was reingeschickt, habe ich gesehen, ja. Ah, ne, da habe ich alle reingeschickt. Darf ich mich kurz einhaken? Weil du gesagt hast, Kotze kam hoch, gell? Ja. Kannst du mir kurz die Story von gestern mit deinem Kaugummi kurz erklären? Ich würde es schon gerne nochmal mit reinnehmen hier. Das hat mich nachträglich noch sehr beschäftigt, Mike. Alter, ich schwitze wie ein Behinderter. Hör mal kurz. Hattest du das schon mal gehabt, dass du etwas gegessen hast am Morgen und du am Abend oder am Nachmittag etwas wieder gerülpst hast, das kam wieder mit hoch, also separat vom anderen Essen? Hm? Ehrlich? Hm? Aber es handelt sich hier bei meinem Kaugummi. Aber mehr, also nicht das Essen an sich, sondern mehr... Ein Stück vom Essen. Ja, ein klein bisschen oder hauptsächlich der Geschmack auch. Ja, also das mit dem Geschmack kam nicht, sondern ich habe morgens um 10.30 Uhr so ein Kaugummi runtergeschluckt, habe dann 2 oder 1,5 Stunden gepennt, aufgestanden, habe ein Meal gegessen, habe mein Pre-Workout getrunken und im Studio habe ich dann gerülpst, dann kam mein Kaugummi von morgens hoch. Das ist schon echt strange. Oder? Als wenn das in so einem Nebentrakt so war, ja, und dann genau. Wieder hochkam. Ja. Ich kenne das nur so von Coaching-Kunden. Die schreiben mir manchmal, wenn sie sich verschluckt haben, dass sie gekotzt haben morgens. Also es gibt Leute, die, wenn sie anfangen zu husten, ich hatte einen Coaching-Kunde, Kunden, wenn er gehustet hat, ja. Wenn er so einen Hustanfall kriegt, ja. Dann muss er kotzen morgens. Okay. Ja, ich hab vor kurzem eine neue Studie gelesen, weißt du, worüber? Dass Pizza bei Migräne hilft. Nein, ich habe letztens eine Studie darüber gelesen. Gut, dass ich eine Migräne-Patientin bin. Also das war in Dallas, also in Texas, gab es eine Universität, da haben die 20 Patienten mit Migräne gehabt und dann haben sie unabhängig, war eine dreifache Blind-Placebo-Studie, haben die den Pizza gegeben. Das war so eine Scheiße, ne? Jetzt mal kurze Frage, ist das dann eine spezielle Pizza? Die eine Placebo-Pizza, das war keine richtige Pizza. Mhm. Die sah nur so aus wie eine. Ja. Und die anderen hatten halt eine richtige. Also, es war eine dreifache Blind-Placebo-Studie, was ja, auch immer okay, das bedeutet. Ich bin Migräne-Patientin. Achso, ja. Pizza probieren. Pizza. Okay, ich dachte immer, ne? Koffein. Am besten 2-mal die Woche. Mhm. Einmal zur Vorbeugung. Und dreimal. Und, ja. Okay, boah, ich glaube, ich krieg Kopfschmerzen. Ja. Also, das ist auf jeden Fall. Habe ich vor kurzem gelesen. Ist sie bekannt, glaube ich, oder? Ja, habe ich auch gelesen. Na? Ja. Okay. Hattest du denn Kopfschmerzen nach den ganzen Cheaten? Nee, ne? Ein bisschen gestern. Ein bisschen, ja. Vom Salz. Und wie ist du heute? Ich habe jetzt. Also, das mit dem Essen gehen, das lasse ich offen. Ja. Machen wir relativ spontan. Ja. Ich nehme einfach genug Essen mit, meine normalen Meals, ne? Ja. Normalerweise 700, 800 Carbs. Ja. Heute? Ja, Fett relativ niedrig, 50 Gramm. Ja. Eiweiß 300 rum. Also normal. Ja, kannst du ja runterschrauben, weil du so viel Carbs hast, weil du passiv ein bisschen mehr hast, ne? Ja. Ja. Okay. War das dann jetzt so, dass du zum Beispiel den Formcheck, du hast heute den Formcheck an Alex geschickt, ne? Ne, nur die drei Bilder, die habe ich nur so gemacht. Achso, also keinen Formcheck? Nein. Okay. Ja, weil du hast jetzt wie viele Wochen noch zum Wettkampf? 9, ne? 8. Ach, also Samstag 8 Wochen. Ja, Samstag 8 Wochen. Das heißt, weil die Leute sich jetzt wahrscheinlich wundern werden, warum du jetzt so nochmal gegengegessen hast. Und die jetzt werden sich manche denken, oh, das kann ich in der Diät auch machen. Bei Chris war das ein anderes Thema. Ne? Also, nein, das ist jetzt, weil jetzt auf einmal noch so viel Zeit ist. Ja. Das Ding ist, wir wachsen da jetzt eigentlich rein mit dem, was wir jetzt machen werden. Ja. Und ich denke, ich werde auf der Bühne so circa dasselbe Gewicht haben wie jetzt. Mhm. Da gehe ich dann von aus. Ja, jetzt geht es halt darum, dass du guckst, dass du nicht zu viel Masse verlierst. Ja, und die Form Stück für Stück besser wird, auch durch das Refeeden dann. Ja, ja gut, ist ja eigentlich dafür gedacht, das Refeeden an sich. Ja, genau. Du hast jetzt den Refeed maximal reingeschraubt, was geht, ja. Weil du halt sonst beim Wettkampfgewicht
9 Wochen out oder 8 Wochen out gewesen wärst. Ja, hätte er mir nicht geschrieben, dass mit Mac ist. Ja. Und ich hatte abends die 99,8. Hättest du dann nicht gesagt, 98,5 gehabt oder so. Safe oder noch niedriger. Ja. Und das kannst du halt nicht, kannst du noch nicht bringen. Ja. Okay. Also nicht nachmachen. Falls ihr auch in der Diät seid, hört auf euren Coach. Und die meisten Leute von euch brauchen das nicht. Nein, ist sehr individuell auch. Ja, also und ich auch leistungsstandabhängig. Ja, ich habe es in 16 Wochen Diät auch nicht gebraucht. So, ne? Deswegen werdet ihr es wahrscheinlich auch nicht brauchen, außer es jetzt so eine Thematik hier wie bei, wie bei Chris, dass ihr jetzt irgendwie 8-9 Wochen out seid, weil das sich verschoben hat, weil ihr aber schon so gut in Form seid und ihr jetzt nicht zu schön abnehmen dürft, dann könnt ihr darüber nachdenken, vorher aber auch nicht. Und schon mal vorweg, 99% von euch werden nie in dieser Situation sein. Also im Kopf denkst du dir vielleicht, oh, ich werde jetzt flach und ich bin zu früh fertig. Nein, wirst du nicht. Nein. Das war ja auch mit dem, als ich krank war zum Beispiel, als ich dann so wenig gegessen habe, 100 bis 200 Carbs. Ne? Ja. Wenn ich das jemandem erzählt habe oder wenn welche nachgefragt haben, was ich esse, habe ich das gesagt. Und dann haben sie direkt geschrieben, boah, verlierst du da nicht so viel? Ja. Dies, das, anderes? Nein. Du hast aber nichts gemacht. Doch, du bist sau viel spazieren gewesen. Ja, spazieren, ja, aber ich wurde trotzdem viel besser mit der Form. Ich habe aber keine Muskulatur abgeworfen. Ja. Weil Eiweiß war ja drin, ja. Ne, Muskelschutz war da, wir sind jetzt ja auch nicht natural unterwegs, ist halt so, ne? Ach, nicht? Nee, nicht. Okay. Ich bin im falschen Bereich. Ich dachte die ganze Zeit GmbF hier. Nein. Ich dachte, du bist GmbF Pro Wild. Jetzt hast du tief im falschen Podcast gelandet, nein? Sie hat sich heute mal ihren Bart abrasiert. Genau, Sehr gut. Ja, was ist sonst noch so Neues in der Bodybuilding-Welt? Ich habe gesehen, dass Hadi seine... Wollte ich gerade sagen. Visa gekriegt. Heute aber, ne? Ja, heute sein Visa gekriegt. Morgen ist der Wettkampf und heute fliegt er rüber aus Texas. Also der war in Texas, jetzt muss er rüberfliegen. Ja, der geht vom Flugzeug auf die Bühne. Ja, das ist krass. Aber wenn es ein Motherfucker macht, dann Hardy. Wenn der auch gut aussieht dabei. Ja, glaube ich auch. Also ich drücke ihm echt so die Daumen, dass er jetzt auf die Bühne raufgeht und sowas, also sofort meine Sympathie halt, weil er jetzt unter erschwerten Situationen halt jetzt so abliefern muss. So, ne? Normalerweise hätte er jetzt wahrscheinlich schon Mittwoch, Donnerstag geladen, dass er für den Freitag gut aussieht. Und jetzt kann er durch den Flug, musst du schauen, wegen Wasser ziehen oder nicht Wasser ziehen. Ja. Jetzt trinkst du viel, trinkst du weniger, wie salzt du, wie viel isst du? Da ist jetzt auch nochmal richtig Honey Rambot gefragt, Alter, der Trickkiste, dass sie den Flug kompensieren. Ja. Aber wie gesagt, wenn es welche machen, dann die beiden. Hardy ist sowieso so eine Maschine. Ja. Dem kannst du, glaube ich, sagen, was du willst, der macht das. Einfach ohne... Ja, natürlich, Alter. Ja, immer on point seit Jahren. Ja, ne? Bei dem, was der letztes Mal abgeliefert hat, wenn er das jetzt nochmal bringt, oder auch nur ein bisschen weniger bringt... Hat er trotzdem gewonnen. Ja. Was hat er da an Flugzeit? Von wo? Boah, aus Texas nach England? 16 Stunden bestimmt. Ja, okay, das ist schade. Also ich weiß nicht, aber safe über 12 Stunden. Ja, 16, 17. Ist das so, ja? Ja, ich glaube so 16, 17. Das ist Direktflug? Ich wollte gerade fragen, was findet ihr da besser? Mit Stopp oder direkt? Boah, ich glaube, wenn du einmal drin bist, dann ist das komplett. Das ist für eine Flagge, also natürlich direkt. Ja, manche, die sagen, oh nee, lieber mit. Welche haben ja, wir dann ich auch? Ich hatte es auch schon mal, Ryanair, dass ich halt lieber irgendwo, als sie nach Sri Lanka geflogen sind, war ich über den Stopp echt... war echt gut, dass wir dort irgendwie angehalten sind und wir die Beine vertreten konnten. Ich mache das immer im Flugzeug. Ich denke immer, ich bin behindert. Kopfhörer auf und laufe. Ja, nee, das kann ich nicht, Alter. Ich habe zwei, drei Tavos drin, dann bin ich ein Zombie im Flugzeug. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Aber oder ein Diazepam oder so. Einmal rein, dann bist du weg und fertig. Ja. Ich glaube auch noch in Mexiko. Diazepam reingeschmissen in Frankfurt, bin ich in Mexiko wieder aufgenommen. Ja, wie lange ging der Flug? 12. Hat 12 Stunden geballert? Ja. Ja, geil. Boah, okay. Ne? Ja, ich warte schon. Wenn du vorher noch weniger isst, damit der Magen leer ist, dann gib ihm. Also das nächste Mal. Oder einfach so ein Knockout in die Fresse. Wir wollen jetzt ja nicht sagen, nimm Psychopharmaka, ne? Nee. Doch, ich würde schon. ich würde schon sagen, so. Also weiß ich nicht. Also ich nehme aus dem Podcast mit, ess Pizza bei Migräne und hier. und Diazepam beim Flug. Das war schon eine sehr produktive Folge. Schon mal notiert. Ne? Also ich finde, jetzt konnte der Zuschauer sehr viel mitnehmen. Ja, also und fürs Leben. Und in der Diät, 8000 Kalorien durch Meckes. Genau, ey, fürs Leben. Ne? Also drei Tipps, die Gold wert sind, die euch, in eurem Leben bereichern und die euch das Leben erleichtern. Ja. Ne? In aller Hinsicht. Ja, ich habe sonst noch irgendwas, was die Woche im Bodybuilding vorgefallen ist, aktuell. Irgendwas, was ich verpasst habe? Ich glaube nicht. Heiko hat mir erzählt, er hat Rubiel live gesehen. Stimmt, du warst mal MC Shape gewesen, unten bei seinem Kumpel, ne? Irgendwo in Süddeutschland, kann das sein? Ja, und, was sagt er? Er hat... Hat er gesagt, dass er dünnere Beine hat als ich? Na, er hat gesagt, also hat ihn komplett umgehauen. Ja. Komplett in live. Ja, war in Prag, habe ich ihn live gesehen. Ach, Rubiel. Hast du ihn ja, gesehen? Ja, Digga.
Er hat gesagt, er ist geisteskrank. Ja, natürlich. Dann hinterfragst du alles so, dann, also, siehst du alles ein bisschen anders auch. Ich sag das immer so jedes Mal, ne? Wir reden halt über Top-Niveau. Genau. Jetzt nicht norddeutsche Amateur oder sowas, sondern wir reden über Top-Niveau. Denke, der Typ, der kann trainieren, wie er möchte. Hier, das hat er erzählt. Der kann machen, was er will. Ja, pass auf, das hat Heiko erzählt, dass Rubiel sagt, seine ganze Familie sieht so aus. Ich glaube wirklich, das ist die Mutter. Der sieht, ey, du lachst. Der sieht doch aus, als ob er eine leichte Behinderung hätte. Das sieht wirklich nein, so aus. Nein, der erinnert mich. Sein Nacken und ja, sowas. Weiß, der erinnert mich an diese Rinder, die nicht aufhören zu wachsen. Das ist Myostatin. Genau. Defekt, genau. Ja. Die ganze Familie hat das. Ach, krass, okay. Ja. Heiko meinte auch, die Schwester, Riesenbeine mit Katz. Echt? Trainiert die? Nee, nicht mal so. Also gar nicht, glaube ich. Wieso gar nicht das nicht an? Und Rubiel sagt, die sehen alle so aus. Der kann machen, was er will. Ja. Okay. Das ist so wie, du hättest Phil Heath, hättest du eine Bank hinstellen können, eine Flachbank. Ja, ja. Und hätte da Rücken, Brust und alles an einem Tag trainieren können und der wäre beim Olympia gewesen. Ja. Bin ich safe sicher. Das ist immer so das Ding, so wir Amateure, Anführungsstrichen, jetzt so, die jetzt hier in Deutschland leben und keiner auf Olympia kommt, wir labern jetzt hier über Training und du musst in dem Winkel im Bla und so. Wenn du so ein Profi bist und so einer Genetik, ist es egal, an welchem Winkel du trainierst und wie du ziehst ja. Und ob du ein Band benutzt und ob du Progression jedes Training hast. Wie du kannst alles sicher. Machen. Du kannst auch den ganzen Tag Lastwagen ziehen, ist scheißegal. Ja, ist so. Ich habe den ja auch gesehen, der Typ ist brutal, Alter, sein Nacken und sein... Das sieht aus wie ein Macho-Männchen, einfach so aus Schlamm zusammengewürfelt. Ja, nicht so Boden. Ernst, nicht so echt, ne? Ja, sieht ganz komisch aus. Ja, ich will den auch mal live sehen. Fibo ist er. Aber echt? Freak, ist er ja, ist er glaube ich ja, da. Kommt ja, kommt zu Fibo. Ist halt mega krass, die sind alle bei Java Labs, glaube ich, unter Vertrag. Ja, ich glaube. Ja, und das ist so eine... In echt ist das FA aus Polen. Ach was? Ja, ja. Kevin Signature ist FA, William Bonak ist FA, Java Labs ist FA. Es kommt alles aus Polen, wird nach Dubai verschifft und dort dann in den arabischen Raum alles verkauft. Ja, wird neu gebrandet auch, ne? Richtig, genau. Einfach neues Branding nur drauf. Aber selben Inhaltsstoffe, selbe Produktion, schlau alles gemacht. Gleich. Schlau gemacht, ja. Scheiße, richtig ja. Schlau gemacht. Ist ja genau wie wenn du VAG hast, dann hast du Volkswagen, Audi, Seat und alles, was da drunter fällt, ne? Dann hast du irgendwie ein Lambo und dann hast du aber einen Bordcomputer von einem Audi. So, ist ja dasselbe, ne? Ja. Ja, was gab's denn noch die Woche? Fällt euch noch immer spontan ein oder worüber reden möchtet? Wen ihr haten möchtet? Möchtet ihr Fabio haten, dass er nicht dabei ist? Fabio ist besser ja, als ich. Fabio, wenn dieser Podcast mehr Klicks hat, bist du wieder draußen, also, Alter. Also das ist schon, also das ist ja Shit-Talk, oder? So. Ja, ist. Und wo ich jetzt gehört habe, was du dann reingezimmert hast, habe ich dann schon gedacht, dass ich einen falschen Partner zum Cheaten ausgesucht habe. Oder, Sami? Also Fabio, also selbst auf dem Cheat-Pussy-Meter ist Fabio ganz ja, verloren. Schon. Also beim Armtraining versagt er, beim Pussy, beim Cheaten versagt er. Ja. Würdest du jetzt also behaupten, prinzipiell, dass Fabio ein Versager ist? Kommt jetzt so rüber aus seinem Mund. Ich will keine Worte Cheaten war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil er war ja mehr mit dem Reden beschäftigt, ja, wie mit dem Essen. Du bist die ganze Zeit... Ja, also du merkst gerade noch, wir sind im, also du bist noch zu nett zu soft für Shit Talk. Okay. Also hier gibt es keine glatten, nichts Glattes, hier gibt es nur Ecken und Kanten. Nur Ecken und Kanten. Ne? Ja, aber ich war schon sehr enttäuscht, weil wenn es ums Essen geht, da kenne ich keinen Spaß. Und ich meine, zum einen ist ja positiv, wenn der Cheat-Partner nicht mitcheatet, sondern nur redet, weil dann bleibt ja mehr für mich übrig. Ja. Aber wir wollten uns ja messen und ein bisschen so. Ja, messen geht mit ihm nicht. Das ist das gleiche beim Training. Ja, kann sich auch nicht messen. Bestimmt. Hast du mit Fabio trainiert? Ja, doch, einmal haben wir gemacht. Was hast du trainiert? Für die Muskelgruppe? Rücken. Ja. Nicht Mund? Ah, wo wir im Dings waren, im Bodybuilding e.V., ne? Ja, genau, da hast du Beine gemacht. Ja, stimmt, ja. Da wurde er, da hat er auch rumgeheult, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Weiß ich ehrlich nicht mehr. Ich glaube schon, da hat er auch irgendwie gesagt, dass das Training nicht gut war, weil irgendwas war. Weil seine helle Hautfarbe, seine schwarze Hautfarbe gestört hat oder ja, so. Ja, er hat wieder eine Ausrede gefunden. Ich habe ihn geblendet. Ja. Hau noch irgendwas raus. Wollt ihr irgendwas reden? Soll ich aufs Handy gucken und schauen, was noch so passiert Sag ist? Sag doch mal, was wir heute machen. Unser Content Creator Christian. Ne. Wir nennen den Content Creator Christian. Hey, nennen wir den. Guter Name. Genauso gut wie Tiffy. Ist so ein bisschen homo. Aber was? Voll, ja. Ich finde so modedesignermäßig Christian schon homo. Ja, ich habe aber vorhin auch gedacht. Ich denke da immer 50 Shades of Grey. Hieß der nicht auch so? Ich habe den Film nie geschaut. Keine Ahnung, was guckst du mich jetzt davon? Sami, hast du sowas nicht geguckt? Ich habe es nicht mehr geguckt. Hast du das geguckt? Ich fand ihn gar nicht schlecht, den Film. Ja? So von der Story her, ja. Ehrlich? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe immer nur gelesen, dass wenn der Hauptcharakter in einem Wohnwagen wohnen würde, dann wäre es keine romantische Story, sondern eher eine Horrorstory. Ja, das bestimmt. Ja.
Aber nein, das ist wieder so ein Film, wo man so 10.000 Sachen drüber liest. Ja. Und dann stempelt man den ab. Entweder du guckst ihn oder guckst ihn halt nicht. Nee, habe ich nicht. Ja, aber ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich dachte das immer bei Game of, hast du Game of Thrones geguckt? Ja, brutal. Ja, genau. Aber ich dachte auch, dass es scheiße ist vorher. Ja, weil das so gemainstreamt wurde. Ja. Ne? Dachte ich, ist kacke. Ja. Aber im Endeffekt war brutal. Ich mag auch diese Ritterscheiße eigentlich nicht so. Und deswegen habe ich so nicht geguckt. Genau, wie Vikings. Ja, Vikings war aber gut. Bis Ragnar. Bis er weg war. Ja. Und dann war scheiße. Ja, Melissa und ich haben letzte Staffel nicht geguckt. Ich auch nicht. Da war weg. Ja. Nee, wir haben geguckt, bis Björn tot war. Aber das war noch das Letzte, was uns gehalten hat. So, ne? Nee, hab ich auch nicht mehr. Aber dann war weg. Ja. Nee. Also, ist aber schon gespoilert so für alle, ne? Ja, genau. Wer noch nicht geguckt hat, Arya tötet den weißen Riesen ganz am Schluss. Für den, der nicht geguckt hat. Und Jon tötet Daenerys. Aber das ist gut so. Was machen wir heute? Und dann auf einmal so ja, scheißegal, das ist Shit Talk. Das ist Shit Talk. Ja, Shit Talk. Ich war vorhin kurz entsetzt. Auf Toilette. Als du nach Feuchttücher gefragt hast. Ja, war auch Shit Talk. Dachte ich so, geht er kacken und fragt jetzt nach Feuchttücher oder was ist passiert? Warum aber ist so auch besser mit Feuchttücher? Seid ihr Team Feuchttücher oder nicht Feuchttücher? Jeder. Ja, Feuchttücher? Jeder, Alter. Oder? Nein? Guck. Nee, ich muss sagen, ich habe schon auch mal in der Bildungsgebiete gesagt, ich würde, wenn ich jetzt ein Haus mir bauen würde und mein Badezimmer gestalten kann, würde ich mir safe auch einen Duschkopf ranmachen, wo ich meinen Arsch abwaschen kann. Am geilsten ist, wo ich in Thailand war, die Toilette. Ja, genau. Wie heißt das? BD ist das, glaube ich. Okay, passt auf. Tiffy war in Thailand ja mal beim Wettkampf. Ihr kennt die Toiletten dort? Nee. Nicht? Nee, woher? Ich war noch nicht da. War die noch nicht? Noch nie gehört? Du hast so ein Menü, da hast du Vaginaldusche, du hast Arschlochdusche, du hast einen besitzten, der Sitz ist scheiß, so wie Sitzheizung, und du hast einen Button für Tiergeräusche, dass wenn du kackst, dass das die anderen nicht mitbekommen. Aber ich bezweifle, dass das auf jedem Klo in Thailand ist. Das ist aber fast überall, in Studios ist ein bisschen abgewandelt, da gibt es ja nicht so viele. Ja, aber jetzt in so einem Dorf in der Pampa nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt, aber großteils schon. Ja, so Bangkok oder sowas. Ja. Oder sowas. Ja, und im Hotel und so. Ja, ja. Genau, nee, Bangkok. Mhm. Dann war ich ja in Japan. Da ist genau das Gleiche. Ja. Und dann nach dem Wettkampf war ich unterwegs. Das hieß, gut gegessen, musste ordentlich aufs Klo. Bin dann auf die Toilette. Ich musste richtig fett scheißen. Bin dann auf die Toilette. Ich kann das nicht hören von Frauen, Alter. Testo Tiffy. Ja. Testo Tiffy. Ja, guten Tag. Servus. Danke. Bin dann aufs Klo, um das ein bisschen zu kürzen, das Ganze. Es waren nur zwei Toiletten da. Ja? So, ich saß auf der Toilette, richtigen Masseschiss, stehe so auf. Wollte so spülen. Und die Zeichen waren immer gleich, aber auf diesem Menü waren dann nicht nur 5 Tasten, sondern so gefühlt 42. Schiff. Und ich habe jeden Scheißknopf gedrückt. Nicht, und dann kommt ja auch so, gegen deinen Arschloch. Boah, es kommt ja auch so eine Dusche raus, gell? So, ja. Die kam 5-mal raus, hat mich 5-mal so nass gespritzt, dass das Ding nicht noch, dass nicht noch eine Disco-Kugel rauskam und ein DJ oder ein Humpa Lumpa, der noch irgendwas singt. Auf jeden Fall habe ich diesen Schiss nicht runterbekommen. Ich habe alles durchgeklickt. Ich war richtig verzweifelt. Ich habe Angstschweiß bekommen, weil ich dachte, es sind nur zwei Toiletten, wenn da jetzt eine Schlange schon steht. Warst du im Restaurant? Nee, ich war unterwegs mit so einer Gondel. So ein, ja, wäre ich aber weggegangen. Ja, bin ich ja, aber ich wusste ja nicht, ob davor jemand steht. Ist doch scheißegal. Das ist eine Geschichte. Sieht doch eh nie wieder. Altlast, ja. Und das hat mich beschäftigt. Ehrlich? Ja. Und du hast alle Tasten durchgedrückt, alle oder? Alle Tasten. Es hat alles gemacht, 1000 Düsen, 1000 Tiergeräusche, fancy Musik. Ich sag ja nicht, dass da noch ein DJ-Pult und ein Dönerspieß irgendwo rauskommt. Dann musst du Google-App nehmen und fotografieren, dann wird das übersetzt. Ja, da hatte ich noch kein iPhone, da war ich doch noch näher. Also, wenn kannst du mit deiner Freundin in einem Raum sein, wenn einer von euch kackt? Nein, Digga. Wir sind vielleicht doch nicht so normal. Haben wir vorhin drüber geredet? Ja, das hatten wir erfahren. Guck mal, wie ich entsetzt. Wie auf Toilette dann beide? Was für beide? Ja, nein. Der eine putzt die Zähne, keine Ahnung. Dann ja, meine ich ja. Nein, Digga. Da würde ich Ruhe haben. So, bei mir ist egal. Zum Beispiel Melissa liegt in der Badewanne, ich sitze daneben und kacke. Auch geil für sie, ne? Ja, aber mei. Stört ihn nicht. Ja, ist auch nicht schlimm. Nee, da bin ich nicht so. Andersrum auch, ist mir scheiße. Bin ich nicht so offen, nee. Also, könnte. Ja, da gibt es so richtig zwei Lager. Welches Team seid ihr? Ja, genau. Aber vielleicht habt ihr das vielleicht mal zu Hause anders mitbekommen? Oder seid ihr Spieler so geworden? Nee, bei meinen Eltern ist das, also wenn da einer auf Klo ist, groß machen, dann wird gesagt so, ne, groß, keine Ahnung, oder oben oder zugemacht. Ja, was genau, irgendwie. Ja. Ja, das war schon getrennt, das habe ich mir irgendwie angeeignet, keine Ahnung. Ja, bei uns ist das aber auch für unterschiedlich. Meine Schwester zum Beispiel, da müssen alle Türen zugemacht werden, wo es noch gibt zum Ballzimmer hin und am besten noch Musik und dann kann sie erst kacken gehen. Es gibt ja auch Leute, die sich richtig schämen, gekackt zu haben, voll, die dann alles voll sprühen und bloß
darf keiner mitkriegen, dass sie kacken machen. Ja, Digga, das ist schon gestört, ist ja menschlich, ja, so, ja, weißt ja, du. Ja, so. Ja. So, aber nö, aber ich, also, ich könnte mir schon Schöneres vorstellen, dass ich in der Wanne liege und meine Freundin am Scheißen ist. Das ist mir kacke egal. Ja, wenn stinkt, sage ich, spül mal einmal durch. Ja, geht auch. Und dann mal weiter. Ey, für die paar Leute, die zuhören, für die 10 Leute, kommentiert mal, ob ihr Team One Room kacken oder One Team Desperate Housewives kacken. Ja. Desperated Room kacken. Sami denkt sich schon wieder, es geht schon wieder über Stuhlgang. Ja. Das liegt vielleicht echt an mir, immer wenn ich irgendwo dabei bin, wird sich über Stuhlgang. Du hast angefangen mit dem Scheiß. Ja, guck, ja, das Mann. Passiert immer so. Ja. Aber noch ich glaube, das ist aber nur dein Klischee, was du erfüllen möchtest, weil du nichts zu erzählen hast. Die Imageverbesserung, ja, natürlich. Für alle da draußen, weil sie gerade so rumgedruckst ist. So. Ja, ja, für alle da draußen, die noch ein Problem haben, gerade mit dem Kacken und auch auf öffentlichen Toiletten, gell, wenn da die Kabinen so geöffnet sind zum anderen. Das ist so, ja, egal. Dann leg einfach vorher Klopapier rein, dann hört man das Blub nicht so arg. Das hat vielen Menschen. Sowieso Klopapier, dann spritzt mir die Scheiße gegen Arsch. Ja. Da brauchst du keine Arschdusche. Aber ich muss immer, das habe ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt, immer wenn ich auf Toilette gehe, muss ich an Geistes Danino denken, weil der ist so klein und der ekelt sich auf öffentlichen Toiletten. Er zieht seine Hose aus und hängt die an Kleiderhaken. Also oben ran an die Tür. Weil damit die Hose nicht auf dem Boden ist, wo die Leute dann hinpissen. Und dann, weißt du, was ich meine? Wenn ich eine kurze Hose anhabe und ich die Hose runterziehe, dann muss ich die innen, die Hosenbeine, ziehe ich dann immer so nach oben, damit sie nicht auf dem Boden hängen. Ja, ne? Machst du das auch so? Nee, aber ich gucke, dass es nicht auf dem Boden ist. Ich mache die Beine dann breiter oder so. Aber du bist auch kleiner als ich. Ja, ich laufe aber, das hast du eigentlich nur bei kurzen Hosen. Bei Jogging hast du ja nicht, weil die unten meistens schließen. Stimmt, das hängt auch, ist extrem locker, ja. Ja, du hast das nur bei kurzen Hosen. Stimmt, ja. Und ich laufe eigentlich nur, also wenn dann überhaupt im Sommer, ja. Aber auch nicht so oft mit kurzen Hosen. Im Gym auch nicht mit kurzer Hose? Manchmal, aber nicht oft. Boah, ich trage immer nur gerne kurze Hosen. Also ja, ich weiß, du trainierst auch sehr oft mit kurzen Hosen. Ja, ich muss immer T-Shirt kurze Hose oder Unterhemd kurze Hose. Ja, ja. Ja, komisch. Ja, also dann haben wir das jetzt auch geklärt mit dem Stuhlgang. Mit Toilettengang, Stuhlgang. Ja, dann müssen wir noch klären, wer Team, ich schneide mein Hähnchen mit Schere oder mit Messer und Gabel. Ja, geht beides. Nee, geht also beides. Ich finde Schere. Ja, und Team beim Essen Löffel. Nur Löffel oder... Weil das hatten wir gestern. Was für nur Löffel? Ja, nur am besten nur mit. Wenn du Reis und Hähnchen frisst, nimmst du Gabel oder Löffel? Ich esse das getrennt. Ach stimmt, da ist ja wieder was anderes. Warum denn? In der Diät, weiß ich nicht. Ich mag das nicht. Also ich mochte das noch nie, wenn Reis und Hähnchen zusammen sind. Auch wenn wir jetzt irgendwo essen sind, beim Asiaten oder so. Reis und Hähnchen zusammengemischt. Ja. Finde ich nicht cool. Einzeln mag ich das lieber. Und nimmst du dann Löffel oder Gabel? Meistens eine Gabel, weil ich ja das Hähnchen schneide. Ja. Und dann, ne? Und dann esse ich einfach mit der Gabel auch den Reis. Ach so, okay. Nur Reis würde ich mit dem Löffel essen. Okay, aber ich denke, das Match haben wir für alle gefunden. Bei Cornflakes, zuerst Cornflakes und dann die Flüssigkeit, oder? Ja, sicher. Ja, das okay, gut. Weil weißt du doch nicht, wie viel du machst? Es gibt welche, die tun das, wirklich. Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Ist so. Falsch. Ja, aber das sind auch jetzt gerade die unwichtigen Fragen. Also, deswegen bin ich hier. Wir müssen jetzt nicht anfangen, irgendwelche Fragen vom letzten Jahrhundert zu klären, wie wir das alles so machen. Ich kriege jetzt erst Muskelkater im Rücken vom Training vorgestern. Ja, also wer uns unterstützen möchte bei HTB und bei HPN, Code Tiffy, Code Chris, Code Mike. Hast du noch andere Sponsoren? Nö, ich habe nur eigene Sachen sonst. Ja, oder hier genau, das ist das ein Shirt von dir? Nee. Aber du hast aber auch so gelbe Shirts, hast du auch, glaube ich, ne? Ja, genau. Habe ich gesehen, ne? Chris im Shop besuchen bei mir, BioWell, Code Magic, Level Equipment bin ich auch noch, Code Mike. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch solche kurzen Episoden gefallen, könnt ihr mal irgendwie kommentieren, ob das euch passt oder nicht passt. Ja, vielleicht können wir sowas dann öfter mal machen, so eine kurzen Dinger und eine längere Sonderepisode rausbringen, dann habt ihr mehr. Oder halt so Live-Dinger vielleicht auch mal öfter. Sagt gerne Bescheid. Vielen lieben Dank, Chris. Vielen lieben Dank, Tiffy, dass ihr beim Shit-Talk dabei wart. Danke. Habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen.